Sehr geehrte Frau Dethien, endlich. Es ist soweit. Dank eines freigebigen Gönners kann unser Auftrag beginnen. Ich hoffe, das gekaufte Material entspricht Ihren hohen Anforderungen. Doch glücklicherweise verfolgen wir dasselbe Ziel. Qualität über Quantität. Über Ihre Sicherheit brauchen Sie sich nicht zu sorgen. Die ist für die gesamte Missionsdauer gewährleistet. Die deutsche Regierung hat uns ihre vollständige Unterstützung angeboten. Noch mehr gute Nachrichten. Julius Baum wurde die Verantwortung für die Provinz Limburg übergeben. Sie arbeiten zusammen. Des Weiteren hat der Kunstschutz die Mission mit Feldwebel Franz Henkel ergänzt. Seine Aufgabe wird es sein, alle auftretenden Probleme zu lösen und sich um das Material zu kümmern. Frau Dethien, ich weiß, dass Sie diesem Auftrag mit großen Erwartungen entgegensehen. Sie wissen, dass ich Ihre Arbeit bewundere. Deutschland vertraut Ihnen diese Aufgabe an. Vorsitzender der Kunstkommission zur Bestandsaufnahme des belgischen Kulturerbes, Ihr Paul Klemen. Der Kunstschutz macht es der Wissenschaft wegen. Und Politiker wollen zeigen, dass Flamen und Deutsche ein Volk sind. Dass wir eine gemeinsame Vergangenheit haben. Propaganda also. Ja, so kann man es auch sehen. Und Sie? Warum machen Sie es? Schauen Sie mal. Was ist der Unterschied zwischen diesem und dem vorherigen Blickwinkel, als wir das Schloss in der Frontale hatten? Es ist anders. Was ist anders? Was sehen Sie? Das Bild wirft Fragen auf. Es ist nicht so 1:1. Es ist... Poetischer? Poetischer, genau das ist es. Das Bild ist Poesie geworden. Es erhält verschiedene Bedeutungen. Es lebt, es ist... Das genügt. Für einen einfachen Feldwebel lernen Sie schnell, Herr Henkel. Glückwunsch. Aber warum? Warum ist dieses Bild gut und das vorherige nicht? Weil jedermann dieses Foto hätte machen können, sogar Sie. Ja. Und? Ich bin nicht jedermann. Ich will stolz auf mein Foto sein können, genauso wie die Flamen stolz auf ihr Schloss sind. Was wir auch machen, sie hassen uns. Wir sind noch immer die Besetzungsmacht. Ja, aber vielleicht können wir sie davon überzeugen, dass wir nicht die Barbaren sind, zu denen sie uns machen wollen. Und Sie denken, das zu erreichen mit einem Foto? Ja, irgendwo müssen wir anfangen. Sie wollten doch wissen, warum ich das mache. Deswegen. Ich möchte zeigen, wie speziell dieser Ort ist. Als ob irgendjemanden das in 100 Jahren noch interessiert. Franz, die Glasplatte, schnell.